Ja Leute, und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute geht es mal etwas sehr Außergewöhnliches, und zwar reagieren wir auf eine Sneaker-Collection von einer Person, von der man eigentlich nicht denkt, dass sie Sneaker-Sammler ist. Es geht um Arafat Abou-Chaker. Jeder sollte ihn wahrscheinlich kennen, auch bezeichnet als Mephisto-Unterweltgröße. Das sind aber nur Zitate, das ist nicht meine persönliche Meinung. Und ja, er hat auf Instagram einen Livestream gemacht, wo er so ein bisschen sein Haus-Villa zeigt. Und da haben mich einige Leute darauf hingewiesen, dass auch ein großer Sneaker-Keller dort existiert. Und das habe ich mir dann nicht nehmen lassen, da auch mal mit euch gemeinsam darauf zu reagieren. Ich habe es mir tatsächlich noch gar nicht angeschaut. Deswegen machen wir das Ganze jetzt zusammen und ich bin mehr als ready. Ich habe meine AirPods übrigens eingetauscht gegen diese standardmäßigen Kabel-Kopfhörer, weil ich finde einfach, AirPods sieht jetzt hier in einem Reaction-Video affig aus, deswegen habe ich jetzt die klassischen angeschlossen. Da ist es natürlich auch wieder ein Schritt zurück aus der Buchclub-Bewegung. Naja, wir fangen mal an und ich bin gespannt, was wir hier zu sehen bekommen. Ey, dieses Geräusch kenne ich. Das ist bei mir auch, wenn die Spülmaschine fertig ist. Okay, Arafat, erstmal Spülmaschine ausräumen, mein Junge. Ich zeig euch mal was. Er zeigt uns jetzt mal was. Ich bin gespannt. Ich hoffe direkt. Jo. Fängt ja schon mal gut an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Keine Ahnung, über 15, 16 Paar Yeezys stehen da rum. Hier das rechts sind alles Nike Off-White Kartons. Und ja, das hier sind. Ist auch Nike Off-White? Ich weiß es gar nicht. Alter, okay. Ich bin gespannt, was uns hier erwartet. Auch Nike Off-White alles. Ey, Junge. Hey, auf Instagram flex er aber gar nicht so mit so Fashion-Sachen, ne? Fällt mir jetzt mal gerade auf. Sehr lustig. Aber nicht weitererzählen. Aber nicht weitererzählen, okay. Ey. Off-White Chucks, Off-White Chucks, Off-White Air Max, dann diese komischen Dunk Off-White Nikes, die Blazer. Junge, was hat der alles? Hier die Prestos, die Vapor Max, beide Farben, da hinten Yeezy 700. Arafat läuft auf jeden Fall. Ich frage mich, also 10er, wenn das nicht irgendwie so ein bisschen dubios ist, dass der auch so von jedem Schuh dann so 10 Paare hat. Ey, und da hinten noch dieser Yeezy V2. Ja, 1er Jordans. Alles schwule Schuhe. Was? Alles schwule Schuhe, sagt er, hat aber seinen kompletten Keller mit 100 Paar Schuhen oder so. Okay. NMDs. Jeder macht mir auf cool. Ausgeliehene Schuhe. Jeder macht mir auf cool ausgeliehene Schuhe. Okay, Arafat hat die alle im Keller. Ey, Alter. Ey, das sieht aus wie ein Footlocker, Junge. Aber auch die ganz neuen. Also, der hat alles. Woher, Junge? Also, so, wenn man Backdoor irgendwie so ein, zwei Paare bekommt, okay, aber ich bin sprachlos, der hat jeden Schuh 10 Mal da stehen, neu. Also jetzt, also da muss ich mal wirklich sagen, Reaktion auf die wirkliche Hypebeast Collection, Alter. Kennt ihr so diese Leute? Die so wie Hypebeast anziehen und dann so, ja, ich zeige jetzt meinen Kleiderschrank und dann kommen so irgendwelche YouTuber zu denen und so. Das hier ist der wahre Shit, Alter. Ey. Ich zeig euch mal jetzt noch was. Das ist ein echter Picasso. Keine Rolex. Ey, Junge, räum mal deine Spülmaschine aus. Ein echter Picasso. Ja, in dem Sinne. Schreibt sie, ist der bei jemandem zu Hause, filmt Schuhe und nennt sie schwul? Ja, das frage ich mich auch, so voll widersprüchlich. Der sammelt so voll gerne Sneaker anscheinend, hat alles bei sich im Keller stehen. Alles schwule Schuhe. Hä? Das ist mein Keller. Sein Keller.
Dann stolpert er noch drüber. Der hat sogar vor dem Keller alles da stehen, Junge. Nur draußen. Danke für die Einsicht in deine Calvin Klein Unterhosen, Arafat. Das ist meine Waschmaschine. Ah, seine Waschmaschine war das. Okay, dann ist die Waschmaschine von ihm von derselben Marke wie meine Spülmaschine. Okay, aber sieht schon krass aus bei dem. Vor allem riesig. Okay, da hat er ja noch einen eigenen Fitnessraum. Ey, was er auch für eine Küche hat. Und für einen Eingangsbereich. Ey, das ist wirklich krank. Der hat ja wirklich eine abnormal fette Villa, aber die Sneaker Collection war schon high level. Vor allem, wie alt ist der Typ? 50? 55? Keine Ahnung, ich kann es gar nicht einschätzen. Und dann immer noch so die neuesten Sneaker zu haben. Gut, der wird die wahrscheinlich auch von irgendwem geschickt bekommen. Aber sehr, sehr strange. Okay, das war's. Gut, ich hoffe euch, also ich bin auf mehreren Ebenen verstört. Der zeigt seine Sneakersammlung, nennt das alles schwule Schuhe. Zitat, wie gesagt, nicht meine Meinung, ich feiere die Schuhe ja. Er ja anscheinend auch, sonst wird er das doch nicht. Naja, und dann zeigt er sein Haus und geht aufs Laufrad, beantwortet ein paar Rap-Fragen. Alles klar, Arafat. Merkwürdiger Typ, ich bin wirklich verstört. auf jeden Fall aber sehr, sehr krasse Collection. Gut, hier, da ist jetzt nicht mega viel Oldschool-Stuff dabei, sondern halt einfach wahrscheinlich so die Sneaker, die in den letzten 1 bis 2 Jahren gehypt waren, hat er da alle stehen. Ja, trotzdem, coole Sache. sehr merkwürdig. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir ein Like da und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Haut rein, Leute. Peace.